Mit Google Drive ist es einfacher denn je, eine Online-Umfrage durchzuführen. Hier siehst du meine Google Drive-Oberfläche und über den Button Neu, hier ein bisschen versteckt, Mehr, Google Formulare, wird die Formularfunktion aufgerufen und du kannst sogleich loslegen, indem du einen Titel gibst, eine Beschreibung oder einen Auftrag, in diesem Fall ein bisschen sinnlos. Und dann kannst du gleich die erste Frage anpassen oder ändern. Im Moment siehst du, ist eine Auswahlfrage ausgewählt, bei der die Besucherinnen und Besucher genau eine Option auswählen müssen. Du hast die Kurzantwort, zum Beispiel für einen Namen. Du hast einen Absatz für eine offene Frage mit einem ganzen Absatztext. Kästchen, da können Sie mehrere Optionen auswählen, also alles, was zutrifft. Dropdown ist bei vielen Auswahlen vielleicht praktischer, damit nicht zu viel Platz gebraucht wird. Skala für eine Beurteilung. Das Raster geht eigentlich ins Gleiche, wenn immer dieselben Dinge beurteilt werden müssen für verschiedene Kategorien. Und du kannst aber auch ein Datum oder eine Zeit abfragen. Ich wähle jetzt hier eine Kurzantwort. Da soll der Name genannt werden und manchmal macht es Sinn, über diese drei Punkte noch einen Hinweistext hinzuzufügen, wenn nicht ganz klar ist, was da eigentlich gefragt ist. Du könntest nun dieses Feld duplizieren oder falls misslungen auch löschen. Ebenso kannst du verlangen, dass dieses Feld jetzt obligatorisch auszufüllen ist. Ich nehme jetzt mit dem Plus eine neue Frage hinzu. Und das soll wiederum eine Kurzantwort sein. Und in diesem Fall soll nun überprüft werden, ob das wirklich eine E-Mail-Adresse ist. Also Datenvalidierung habe ich ausgewählt. Und hier der Text, der soll eine E-Mail-Adresse sein. Und da kann ich noch sagen, das ist keine gültige E-Mail-Adresse. Das heißt, es wird natürlich nicht überprüft, ob es diese E-Mail-Adresse gibt, sondern nur, ob sie der Struktur einer E-Mail-Adresse mit Ad und Domain entspricht. Und jetzt natürlich noch eine Frage, die einen inhaltlichen Fokus hat. Hier wähle ich Skala. Und hier kann ich sagen, 1 wäre mies und 5 wäre super. Ich kann natürlich auch sagen, das ist nur von 1 bis 4, dann müssen Sie sich entscheiden und Sie können sich nicht da in der Mitte finden. Das wäre schon. Du siehst hier drüben, du könntest auch noch Absätze bilden und Titel, Überschriften einfügen, kannst Bilder oder Filme hinzufügen, beziehungsweise auch Verzweigungen. Das ist dann allerdings wesentlich komplexer. Du kannst die Farbe hier noch ändern. Du kannst hier eine Vorschau anzeigen. Das sieht schon recht hübsch aus. Wird übrigens sehr gut angepasst an die verschiedenen Geräte. Und über das Zahnradsymbol kannst du noch einstellen, was beim Absenden dann passieren soll. Zum Beispiel diese Antwort. Du kannst sagen, dass man nur eine Antwort einsenden darf. Sie dürfen allenfalls die Antworten nochmals bearbeiten, bei mir jetzt aber nicht. Und allenfalls sollen Sie auch gleich sehen, was die anderen so abgestimmt haben. In diesem Fall jetzt aber auch nicht. Bei längeren Umfragen, da macht der Fortschrittsbalken Sinn, damit Sie wissen, wie lange Sie da noch Zeit aufwenden müssen für die Teilnahme. Speichere das und jetzt über Senden. Siehst du, kannst das per Mail verschicken. Du kannst hier den Link kopieren, beziehungsweise wenn er ein bisschen kürzer sein soll, kannst du den Kürzeldienst verwenden. Den kopiere ich mal, um diese Adresse dann per Mail zu versenden. Oder du kannst sie auch auf einer Webseite einbinden. Das ist der Code und hier kannst du noch die Breite und die Höhe anpassen. Gut. Hier drüben hast du dann noch Einstellungen, die das ganze Formular betreffen. Zum Beispiel kannst du noch Leute hinzufügen, die mitarbeiten sollen. Und du kannst
Sie löschen selbstverständlich oder eine exakte Kopie erstellen. Ich gebe noch einen Namen, damit ich sie später wieder finde. Mittlerweile haben ein paar Leute an der Umfrage teilgenommen. Mit Antworten siehst du sogleich die Einträge und auch gleich eine statistische Auswertung. Das ist sehr praktisch. Es wird also gleich grafisch ausgegeben. Hier kannst du auch die Umfrage schließen, dass also keine Antworten mehr möglich sind. Und du kannst diese Angaben in eine Tabelle überführen, erstellen. Und so hast du es in einer üblichen Tabelle, wie du es vielleicht von Excel kennst. Wenn du die Umfrageergebnisse in eine Tabelle auslagerst, so hast du über Tools noch die Möglichkeit der Benachrichtigung. Das ist sehr praktisch, zum Beispiel bei einem Kontaktformular. So kannst du sagen, bei jeder Änderung soll zum Beispiel täglich oder eben sofort benachrichtigt werden.